Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Frost Todesritter im Auge des Sturms. Der ist aktuell hier Item Level 237, 249 PvP Item Level. Spielen mit Armschütze des absoluten Nullpunkts. Dadurch friert unser Furore des Frostwurms ein und zusätzlich kürzerer Cooldown. Dann spielen wir noch Echo des Todes für Double Grip und Mobility, Strangulieren und Kettenunterkühlung. Und dann schauen wir erstmal, was die zwei hier gerade vorhaben. Die wollen uns erstmal hier komplett weghalten von der Flag, wie es aussieht. Das werden wir aber erst gar nicht zulassen, denn wir pumpen einfach hier vorne rein und stellen uns hier erstmal unsere Cooldowns alle auf. Da machen wir hier unser Ärmchen an und ich würde gleich mal sagen, wir versuchen alles hier raus zu brippen. Werden hier gleich auch mal für den Desorient hingehen. Desorienten hier alles. Dann können wir alles einfrieren. Gehen hier auf den Heal Shami, kriegen hier Sacrifice. Wir haben nochmal Strangulate draußen, pumpen uns ein bisschen gegen, aber hier ist gerade alles an. Spirit Link, Gelassenheit, alles geht durch hier gerade. Kicken einmal den Chaos Bolt hier ganz kurz. Und dann schauen wir, dass wir hier in den Healer-Zerg ein bisschen reingehen, damit wir hier vielleicht ein bisschen mithelfen können gerade. Aber eventuell bringe ich mich damit nur selber um, deswegen healen wir oder killen wir hier ganz kurz unseren Ghoul. Die haben verdammt viele Heiler einfach nur. Was ist denn da los? Da ist ja kompletter Heal-Zerg da hinten einfach. Hier wird aber gut reingegrippt gerade auf jeden Fall. Wir gehen mal auf den Heal-Druid. Der hat aber irgendein Last Stand oder irgendwas an. Auf einmal hat er 80.000 oder 90.000 HP gerade. Wir schauen mal, die kicken uns hier wieder rein. Schauen, dass der Warlock hier nichts gecastet kriegt, wenn es gerade geht. Wobei, das ist uns egal, er soll nur keine Chaos Balls kriegen. Deswegen kicken wir hier instant den Chaos Ball. Schauen, dass wir uns hier wieder healen können. Haben gleich wieder unseren Drachen ready, aber müssen leider hier warten. Sind hier eingefroren, haben Kettenunterkühlung rein, damit wir hier ein bisschen Damage pumpen können nebenbei. Vielleicht kriegen wir den Magier down, kriegen wir gerade nicht down, weil ich mich nicht bewegen kann hier. Das ist gerade sehr, sehr ungut. Wir desorienten den kompletten Zerg hinten. Dadurch kriegen wir nämlich den Demon Hunter gekillt jetzt. Und dann bleiben wir einfach auf dem Schamanen hier sticken. Grounding ist gerade noch ab. Wir gehen jetzt für Silence, gehen dafür wieder auf den Magier jetzt. Magier geht in den Eisblock. Wir grippen hier direkt den Druid. Nein, grippen wir nicht. Das war Fleischformung. Sehr, sehr nice reagiert von ihm gerade. Präventiv hier schon mal. Gehen auf den Pali. Der Pali desorientet uns. Aber wir haben die Mitte überrannt. Und sie sind gar nicht für den Turm gegangen. Deswegen waren das so viel. Aber wir haben auch einen Turm nicht. Okay, das erklärt einiges. Wir slowen den hier, der will nämlich hier schon wieder für den Turm gehen. Den grippen wir hier direkt wieder zurück. Der stellt hier erstmal eine Frostwand auf. Slowen den hier. Die wollen unbedingt für ihren Turm da drüben gehen. Wir wollen aber nicht, dass die hier irgendwie helfen können gerade. Die nehmen den jetzt aber ein. Da können wir nichts gegen machen gerade. Ich hätte gleich wieder biggest Setup überhaupt ready. Will aber schauen, dass wir hier kurz die Mitte halten können. Er will hier für den Coil gehen. Wir slowen hier auch noch ihn. Dann grippen wir hier alles aufeinander, vielleicht auch noch ihn hier, gehen für Trinket und Desorient, vielleicht kriegen wir eine Insignie, wir kriegen Triple Insignie, können dann alle einfrieren und können easy killen dadurch. Oder auch gerade nicht, weil wir Disposition und Wall bekommen haben, als auch Eisblock, einfach Triple Immunity. Dann ziehen wir hier nochmal unseren CD, versuchen ganz kurz Heilungsflow zu killen, dann hat er leider mit Aura Mastery hier meinen Strangulate Immun, das heißt wir können erst wieder nichts tun. Ich würde aber ganz ganz gerne hier ihn killen und eventuell ihn in die Base abziehen, weil die pushen gerade so derart tryhard für die andere Base drüben, dass wir hier ganz fix einmal klauen können. Das heißt wir sprinten hier nach oben, schauen ob wir hier irgendwen aufdecken können, hoffen er kommt mit, schauen dass wir hier Tod und Verfall legen, Berserker Buff wäre auch noch ab. Das heißt, wir picken uns den hier auch einmal, wenn nochmal was spawnt. Ansonsten hätten wir nämlich den Turm hier easy geklaut. Unser Turm wird hier drüben eh gedefft. Die Mitte haben wir auch. Das ist sehr, sehr geil. Ich finde es geil, dass der Druid hier instant reagiert hat und mit mir zusammen hier rüber gegangen ist. Dann sollten wir das nämlich halten können. Wir haben hier einen Priester. Nee, Warlock. Nee, der Schamane ist das Blödsinn. Der Warlock steht da hinten. Der Warlock kommt aber. Der sieht uns hier. Einer ist Dev gegangen. Wir schauen mal, ob der Warlock nach oben pushen will. Sonst kann ich nämlich den hier einfach reingrippen. Wir grippen den direkt rein. Dann ziehen wir hier erstmal nichts. Wir haben noch AMS und AMC, die wir stellen können. Also unsere Big Walls einmal. Können aber dann jetzt hier... Er hat hier Reflex an. Das heißt, wir können auch nicht grippen gerade. Wir können jetzt kicken dafür. Jetzt hat er hier einmal seinen Wall gezogen. Er hat Trinket an. Wir schauen, dass er hier gar nicht wegkommt. Okay, die Eule fährt Programm mit dem. Die Eule fährt einfach komplett über den drüber. Okay, sie haben den Turm hier verloren. Der Magier kommt hier vorne nochmal. Ich will nicht allzu weit, weil ich will halt die Base tappen hier gerade. Aber der Magier steht hier ein bisschen weit vorne. Ein DK kommt noch mit dazu. Wir können vielleicht den DK hier gleich mal reingrippen, damit ich hier oben mit ihm spielen kann. Fleischformung geht raus. Kann das hier einmal kurz kicken, dann grippen wir den hier vielleicht noch weiter rauf, weil ich will, wie gesagt, nicht da unten spielen. Aber ich habe jetzt gleich Händchen ab. Wir haben Händchen an. Es steht ein Pet dabei, das heißt, wir können Kettenunterkühlung reinhauen. Wir haben so viel Damage gerade für den. Wir haben so viel Damage gerade für den. Wir schicken ihn nochmal durch. Heal geht raus. Er hat seinen ganzen Self-Heal hier gepumpt.
Geht ihr nur für Deathstrike so über Blood Decay oder healt ja einer? Ich glaube nicht, dass hier einer healt gerade. Ich glaube, das war der alles selber gerade. Jetzt müssen wir gerade schauen. Das würde mich interessieren hier jetzt. Ne, da hat einer geheilt. Aber wo halt? Wo steht der halt? Wo stand der Shami gerade? Bin ich blind? Oder wo stand hier gerade ein Schamane einfach? Ich glaube, es wird langsam echt Zeit, dass ich zum Augenarzt gehe. Ich merke, dass ich am rechten Auge weniger sehe, aber das ist jetzt nicht so gravierend, dass ich hier gar nichts mehr erkennen würde. Die gehen für die Mitte. Was wir machen können, ist alles zu desorienten hier und dann schauen, dass wir den Anti-Tap hier halten können. Dann stellen wir uns hier eine Shell auf, ganz kurz, damit wir nicht zu viel Damage von den ganzen Castern hier kriegen. Und der gefährlichste ist hier der Warlock, der portet aber hier erstmal weg. Wir können hier gleich Kettenunterkühlung reinschmeißen. Da stehen so viele Leute aufeinander und die sperren sich gegenseitig ein. Das war nicht mal unsere Wahl. Der Magier blockt sein halbes Team erstmal weg mit dieser Wand. Das ist ja mal richtig dreist. Oh, ich hoffe, bei denen geht es gerade richtig ab im Chat, deswegen. Das war ja mal richtig toxisch gerade. Die Wand ist so gut, wenn man sie richtig anbringt, aber das war definitiv nicht der Play. So, wir können ihn gleich nochmal reingrippen, wenn wir irgendwann mal rauskommen. Aber der eine Warlock, der mag mich nicht. Und jetzt AOE-routen wir genau auf meinen Grip hier drauf. Das heißt, wir gehen einmal kurz für den Warlock mit. Warlock stirbt hier eh schon. Der geht direkt in den Eisblock. Will hier wegblinken? Schauen, dass wir hinterherkommen. Der Druid macht sich auch aus dem Staub. Ich komme gerade nicht ran die ganze Zeit. Wir können jetzt hier gleich pumpen. Wir kicken hier einmal kurz. Convoke geht raus. Wir aim, essen das Instant. Dann grippen wir ihn hier rüber. Werden direkt in die Luft genockt, weil eine Bombe spawnt. Ich kann nichts berühren hier leider die ganze Zeit. Ich werde hier einfach nur spammt wie wahnsinnig. Was wir allerdings machen können, ist hier unseren Freeze vorbeischicken und ihn damit einfach aus dem Leben snipen. Das ist natürlich auch noch eine Option. Wir haben hier einen Frostmagier, der geht hier für die Clearcast, wird aber direkt drauf gestoppt. Wir haben ja auch noch einen Druiden, den Druiden slowen wir erstmal, kicken dann instant. Dann machen wir hier AOE-Grip an, hauen die Kettenunterkühlung irgendwann mal rein, wenn wir rauskommen sollten. Eventuell, jetzt kommen wir raus, jetzt haben wir Kettenunterkühlung rein, blinkt der Magier direkt weg. Schauen, dass wir jetzt die Eule hier zerstören können. Eule will nochmal weggehen. Kommen wir gerade nicht mehr ran. Alter, ich werde hier nur gekitet bis zum geht nicht mehr hier gerade. Das ist ein bisschen annoying. Wir silenzen dafür jetzt den Priester hier. Vielleicht kriegen wir den dafür down. Werden wieder gefeiert. Können uns aber hier einfach direkt rausholen. Dann slowen wir einmal kurz den Magier. Wir slowen vielleicht den Warlock noch mit dazu. Grippen den Warlock auf den Magier drauf. Desorienten hier. Der eine blinkt instant weg. Wir kriegen eine Insignie. Wir schauen, dass wir hier gleich wieder EMS gehen. Damit wir hier nicht allzu viel Schaden kriegen. Versuchen aber ein bisschen von ihm hier wegzugehen gerade. Der will hier gerade poppen, deswegen schauen wir. Vielleicht können wir es überleben. Wir healen uns hier nochmal. Werden hier wieder gestunt, random. Er geht hier in seine Shell rein. Wir healen. Wir healen mehr, holen uns raus. Wir healen noch mehr. Einen haben wir down. Die Chaos Balls fliegen rein. Wir haben den auch down. Den haben wir auch down. Wir können gleich nochmal uns healen. Und zwar Big Heal. Wenn wir nur einen Millimeter rankommen. Ja, Def. Wie heißt es nochmal? Schattenwort Tod nutzt er bis zum geht nicht mehr gerade. Damit er mich hier exekuten kann. Das war Leben am Limit gerade. Ich musste da immer und immer weiter reingehen. Es gab keine andere Möglichkeit. Nein, ich hätte einfach zurückgehen können. Mein Heiler, also Vetox, hielt mich hier gerade ein bisschen. Der hat schon geschrieben, ich bin gerade zu weit reingerannt. Aber ich wollte so bad mich da selber gegen pushen. Aber ich hatte gerade keine Runenmacht mehr. Hätte ich noch Runenmacht einmal auslöschen rausbekommen, hätte ich mich wieder healen können. Und dann wäre ich fein gewesen, aber an Luck. Ich hätte ihn noch einfrieren können einfach. Das wäre der Play gewesen gerade. Da habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Der Druide capt hier wie wahnsinnig gerade. Der holt ihn ein, natürlich die Flagge. So, wie schauen wir drüben aus? Der Zerg pusht immer weiter nach oben jetzt. Wir haben nochmal gleich ein Mini-Go ready, weil wir Dingwaffe nicht ready haben. Aber ansonsten könnten wir eigentlich relativ gut ballern gerade. Wir können den hier slowen. Der springt erstmal nach unten. Wir grippen ihn direkt wieder zurück. Sollen wir Shell gehen? Wir gehen gleich Shell. Jetzt gehen wir Shell. Immunen einfach hier den Stun einmal und hoffentlich auch den Coil. Coil scheint mir auch gar nicht erst rauszugehen. Wir slowen ihn gleich nochmal. Grippen ihn direkt wieder zurück hier zu allen. Schadenfuhrer können wir nochmal kicken, gerade wenn sein Reflex ausläuft. Oder können wir den ja auch nochmal easy snacken. Das schauen wir nochmal. Vielleicht kommen wir da drüben gerade noch rein. Ich hätte nochmal meinen AOE-Grip ready. Ich hätte nochmal meinen Drachen ready. Ich habe so viel Damage gerade für AOE hier. Da schauen wir, ob wir da ganz fix rein können. Komm, please, ich habe alles bereit. Die stehen so geil hier, die stehen so geil. Wir machen alles an, alles wird gegrippt. Wir desorienten hier. Drache wird durchgeschickt. Der erste blinkt direkt raus. Vielleicht kriegen wir ihn hier down. Wir silenzen ihn, wir haben den ersten down. Wir schauen, ob wir auf den zweiten noch rüberkommen. Wir werden hier wie wahnsinnig
gerade getunnelt. Den Priester können wir vielleicht noch tunneln. Fullmond kicken wir hier erstmal weg. Gehen wieder auf den Magier. Der Magier stirbt direkt. Gehen auf den Priester. Sind immer stunned. Können wir nicht raus. Priester ist down. Hat nur seinen Brock hier noch. Und dann gehen wir nochmal auf den Mage hier. Den grippen wir nochmal in den Zerg rein. Können uns vielleicht nochmal Deathstriken. Der andere DK will mich hier ein bisschen vermöbeln. Ich laufe hier in eine Mine nach der anderen rein. Aber das BG ist vorbei. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Kill geschafft. Aber 1,5 Millionen Damage dann. 491.000 Healing dann. Ist auch nicht allzu bad, aber meine ganzen Kills wurden mir gestealt. Wie wahnsinnig. Ansonsten, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit ohne die Kommentare. Vergesst auch nicht, für meine Social Media Networks folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.